Wahrheit ist auch immer eine Frage des Standpunkts. Herzlich willkommen zum Telekolleg Deutsch. Wir haben Sie jetzt absichtlich ein wenig verwirrt. Das war natürlich ein technischer Trick. Heute geht es um Objektivität, Subjektivität und Wahrheitsgehalt. Große Schlagworte, deren Auslegung aber ganz entscheidend für eine freie Medienlandschaft ist. Journalisten müssen sorgfältig arbeiten, so steht es in den Pressegesetzen. Sie müssen außerdem möglichst objektiv berichten. Was aber ist objektiv? Wir zeigen Ihnen mal, wie subjektiv allein schon ein unterschiedlicher Standpunkt sein kann. Hier fühlen wir uns zu Hause. Hier ist die Heimat seit 1972. Hier ist gute Stimmung. Hier ist die Südkurve im Olympiastadion. Hier ist die Kurve des FC Bayern München. Und hier ist der Beweis dafür, dass wir kein neues Stadion brauchen, oder? Das Münchner Olympiastadion. Ein Grab aus Stahlbeton und Glas. Beerdigt werden hier möglicherweise 500 Millionen Mark. So viel kostet der Umbau. Genauso viel oder vielleicht sogar weniger würde ein Neubau an anderer Stelle kosten. Und sind wir doch mal ehrlich, der Stimmungstöter der Bundesliga wird sich durch den Wegfall der Aschenbahn nicht gleich zum Hexenkessel entwickeln. Durch die hohen Kosten bleibt eines sicher. Die Grabestimmung im und rund um das Olympiastadion bleibt uns die nächsten Jahre erhalten. Deutschland auf dem Weg zum Analphabetismus? Hier am Gasteig, in Münchens größter Bibliothek, interessiert sich niemand für die vielen tausend Bücher, die das Wissen der Menschheit gespeichert haben. Das Buch, ein Relikt des vergangenen Jahrtausends. 14% der Erwachsenen in Deutschland befinden sich an der Grenze zum Analphabetismus. Weitere 34% beherrschen das Lesen und Schreiben nur mehr eingeschränkt. Deutsche Bürger lesen mehr als je zuvor. Entschuldigung bitte. 56% der Bevölkerung liest mindestens einmal pro Monat ein oder mehrere Bücher, danke. Und die treffen sich anscheinend alle hier am Samstagmorgen im Münchner Hugendubel. Verzeihung bitte. Seit 1994 ist der Anteil der Buchleser jährlich um einen Prozentpunkt gestiegen. Und die Anzahl der Neuerscheinungen steigt von Jahr zu Jahr um bis zu 3,5%. Was uns Männer allerdings nachdenklich stimmen sollte, 2/3 aller Leser sind Frauen. Ja, das waren natürlich nicht unbedingt journalistische Glanzstücke, die wir da gerade gesehen haben. Und deswegen wollen wir nun mal auch analysieren, was uns der Reporter eigentlich verkaufen wollte. Ich freue mich sehr, dass Thomas Morawski im Studio ist. Herzlich willkommen. Sie sind immer wieder für den Bayerischen Rundfunk als Reporter im Einsatz, auch in Krisenregionen. Was hat denn nun unser Reporter falsch gemacht? Also zunächst mal wirft der Reporter ja viel mehr Fragen auf, als dass er Antworten gibt. Man will ja Nachrichten sehen, um Antworten zu bekommen. Man will wissen, was war da los. Wir sehen Szenen, die offenkundig bis auf diese eine erste Szene im Olympiastadion keine Ereignisse darstellen, sondern da wird inszeniert. Da steht jemand und behauptet etwas. Da steht jemand in einer Situation, die offenkundig inszeniert ist. Beispiel Olympiastadion, wieder eine große Weitwinkeleinstellung, soll mir sagen, es ist leer. Es kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Wir sehen eine Situation im Buchladen, wo sich jemand durchdrängelt. Niemand protestiert dagegen, jeder Zuschauer weiß sofort, das ist inszeniert, das ist nicht echt. Man fragt sich, was soll das? Es werden Fakten behauptet, nicht begründet. Wenn Fakten angerissen werden, wird keine Quelle dazu genannt. Das heißt, wir wissen überhaupt nichts mit dieser Information anzufangen. Als Zuschauer kann man da eigentlich nur glauben. Aber was eine Nachrichtensendung bringen soll, ist, dass ein Zuschauer etwas wissen soll. Gibt es denn eindeutige Kriterien oder so eine Art Fragenkatalog, die sich der Zuschauer selber stellen kann, um zu erkennen, hoppla, da versucht mir einer was zu verkaufen, was gar nicht stimmt? Nun, bei Ereignisberichterstattung ist das vergleichsweise einfach. Man sieht, da ist etwas los und der Reporter, die Kamera ist dabei und reagiert eigentlich nur noch auf das vorgefundene Ereignis. Etwas anderes sind dann Hintergrundberichte, die gestaltet werden. Ich sage extra nicht manipuliert, aber Gestaltung heißt einen Bildausschnitt suchen, eine bestimmte Sprache suchen, mit symbolhaften Einstellungen arbeiten. Natürlich Inszenierung, dann auch Gestaltung durch Gesprächspartner, die hinzugezogen werden. Nicht vor Ort, sondern an irgendeinem anderen Schauplatz. Es gibt eine ganze Vielzahl von diesen Gestaltungsmitteln. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig für einen Zuschauer auszumachen, ist das in Ordnung, ist das neutral genug, ist das objektiv, ist das wahr, um dieses Wort nochmal zu strapazieren. Ich
glaube auch, wir glauben denen, den Bildern an sich ganz gerne. Ist das nicht so, dass der Zuschauer an sich auch ein Anrecht hat und sagt, das sind die Bilder? Naja, so war das wohl. Nun gut, zunächst mal ist das Bild in der Fernsehinformation ja auch eine Art Beweismittel. Das ist ja auch ein gewisser Wert. Das heißt, der Zuschauer kann zunächst mal davon ausgehen, es ist ein Bild, das wahrhaftig eingefangen wurde. Es war dort so. Nun liegt es natürlich ganz klar an den Reportern, an den Korrespondenten, an den Redakteuren in so einem Sender, dass man sich auf die Verantwortung besinnt, dass man sagt, jawohl, ich garantiere euch, wir sind dort gewesen, wir haben das so gesehen, wir haben nicht sinnentstellend, auch das ist ja ein entscheidendes Kriterium einer objektiven Berichterstattung, wir haben nicht sinnentstellend Ausschnitte gewählt, nicht sinnentstellend Gesprächsausschnitte gewählt, die Originaltöne, Rede, Interviewausschnitte. Wir haben nicht sinnentstellend einen Teil eines Gesamtthemas herausgegriffen und in Wahrheit ist das ganze Thema ganz anders. Verantwortungsvolle Reporter, verantwortungsvolle Redakteure arbeiten bei der Tagesschau. Auch Sie sind immer wieder in der Tagesschau zu sehen. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Tagesschau? Das Erfolgsgeheimnis ist, dass wir uns die Arbeit ziemlich schwer machen, glaube ich. Das Erfolgsgeheimnis der Tagesschau ist zunächst, dass ein sehr weit gespanntes Korrespondentennetz zur Verfügung steht. Mit vielen Korrespondenten und hinter jedem Korrespondent verbirgt sich ja sozusagen wieder ein ganzes riesiges Team von Mitarbeitern. Dazu gehören Mitarbeiter vor Ort, im Ausland heißt das Übersetzer, örtliche Journalisten, die die Sprache besser verstehen, als wir sie verstehen. Eine Vielzahl von Informanten, die dahinter stehen, die wir natürlich wieder mithilfe unserer Leute vor Ort auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen, ständig überprüfen, ob das, was die uns in Informationen herbeischaffen, auch so ist. Da hilft uns eine ganze Portion Kritikfähigkeit, denke ich. Und dieses ständige Kritisieren, das ständige Hinterfragen, war es wirklich so, woher weißt du das genau? Ist die Übersetzung dieses oder jenes Zeitungsartikels, der uns nahegebracht wird, in Ordnung? Wie sind die Sinninhalte eines solchen Artikels? Was meinen die mit der Überschrift wirklich? Die ständige Nachfragen, das ständige Überarbeiten, auch unter großem Zeitdruck, macht, glaube ich, diesen Erfolg aus. Und erfolgreich ist sie in jedem Fall, die Tagesschau. Seit Jahrzehnten die Nummer 1 im deutschen Fernsehen. Die Menschen vertrauen den dort arbeitenden Journalisten. Und wir schauen mal hinter die Kulissen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Seit 48 Jahren entsteht beim NDR in Hamburg Deutschlands quotenstärkste Nachrichtensendung, die Tagesschau. In dem neuen und hochmodernen Sendezentrum arbeitet ein engagiertes Team täglich an der Aktualität und Glaubwürdigkeit des bewährten Formats. Fast 16.000 Mal erreichte die Tagesschau schon die heimischen Wohnzimmer, eine Zahl, die für sich spricht. Der Erfolg der Tagesschau kommt daher, dass wir jeden Tag ganz verlässlich in der relativ kurzen Zeit, nämlich 15 Minuten um 20 Uhr, umfassend, seriös und sehr objektiv informieren über das, was international, was national, aber auch, wenn es wichtig genug ist, was regional passiert ist. 10 Uhr morgens. Ein Tag bei der Tagesschau beginnt in der Planungsredaktion. Wir haben so die Aufgabe, erstmal die Themen auszusuchen und grob zu sagen, das und das ist ein Thema, was für uns interessant ist. Die Absprache im Detail erfolgt dann nachher halt im Sendeteam zum Beispiel. Die bestimmen dann halt, wie ein Beitrag aufgebaut ist, was in der Wortmeldung vorweg gesagt wird, welcher O-Ton, welches Statement im Beitrag selber auftaucht und solche Geschichten. In der morgendlichen Planungskonferenz wird aus der Fülle der Agenturmeldungen eine erste Auswahl getroffen. Die Redaktion macht es sich nicht leicht. Nur aktuelle Top-Themen sollen den Weg in die Tagesschau-Ausgaben finden. Andreas Hannover. Während der täglichen Schaltkonferenz am Mittag informiert die NDR-Redaktion die Vertreter aller ARD-Inlandsstudios über die Inhalte der bevorstehenden Sendungen. Aus Leipzig die Beschlagnahmung der rechtsextremen CDs. Andreas Franz für die 5. Claudia, das war, ging in Ordnung so, ne? Und über die LKW-Blockaden berichtet uns Tom Buro, auch für die moderierten Sendungen. Die Wortredakteure der Tagesschau sind verantwortlich für die Meldungstexte, auf deren präzise Formulierung viel Wert gelegt wird. Das gibt zum Teil auch viel. Leider, ja, auch reiner Geschmack. Bis auf eine Vokabel. Ist das nicht ein bisschen dicke? Eine Brutstätte.
Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Machst mich das wunderbar, ganz toll. Es geht mir nur um dieses eine Wort. Beim Verfassen unserer Nachrichtenmeldungen sind wir darum bemüht, möglichst wertneutral zu berichten. Das heißt, Vokabeln zu finden, die nicht irgendwie den Anschein einer Kommentierung zu haben. Das bedeutet auch, dass wir versuchen, möglichst Adjektive zu meiden, weil bei denen leicht die Gefahr besteht, dass irgendwie eine Wertung drin sein könnte. Im Übrigen versuchen wir natürlich auch in der Sprache so zu formulieren, dass die Leute, die Zuschauer auf Anhieb die Meldungen verstehen können. Denn im Gegensatz zu Zeitungen, wo man etwas nachlesen kann, ist bei uns, sobald die Nachricht ausgestrahlt wird, unwiderruflich alles weg. Während die Wortredakteure weiter an ihren Texten feilen, laufen in der Bildzentrale der Tagesschau die passenden Bilder und Beiträge zu den Meldungen ein. Sie werden aus aller Welt per Leitung von den Agenturen, ARD-Korrespondenten und Reportern überspielt. Eine fundierte Recherche ist die Voraussetzung für jede neutrale und kompetente Berichterstattung. Wie schafft es die Tagesschau, den Wahrheitsgehalt ihrer Meldungen zu überprüfen? Wir überprüfen den Wahrheitsgehalt der einlaufenden Meldungen natürlich erstmal anhand der verschiedenen Agenturen. Wir haben ja eine ganze Vielzahl von Nachrichtenagenturen, eigentlich alle wichtigen und wesentlichen, die es weltweit gibt, auch in mehreren Sprachen. Wenn es da zu einer gewissen Übereinstimmung kommt, kann man davon ausgehen, dass die Fakten und die Zahlen stimmen. Wir versuchen aber eigentlich immer, und das ist ja eine große Stärke der ARD, nochmal bei unseren Korrespondenten nachzufragen. Es gibt natürlich Sonderfälle, wo ganz gezielt wird, versucht wird zu desinformieren, wie im Kosovo-Krieg oder im Golfkrieg, wo dann wirklich plötzlich Bilder oder auch Fakten auf dem Markt sind, die in der Schnelle im Hinblick auf die nächste Sendung, die vielleicht in einer halben Stunde kommt und die Flash-Überspielung der Bilder war gerade eben erst, die in der Kürze der Zeit nicht zu überprüfen sind. In so einem Fall würden wir die Bilder einfach nicht senden, die Fakten ebenso. Kurz vor 8, der Countdown für die Hauptausgabe der Tagesschau läuft. Sprecherin Eva Herrmann studiert noch einmal die Meldungstexte. Später dann letzte Handgriffe in der Regie und im Studio. Hektik kommt hier nur selten auf. Das Team ist bereit. Wir sind schon fertig. Dank modernster Technik verfolgt die Redaktion die Sendung direkt an ihren Computern. Entspannen kann sich das Team erst, wenn der Wetterbericht läuft, denn aktuelle Änderungen sind bis zum Schluss möglich. Da machen wir bitte, trennen sich der FC Freiburg und auch Steiger Köln, ja? Der bitte reinnehmen. Wir werden jetzt wieder mit den Tagesthemen um 22:30 Uhr. Gleich nach dem Ende der Sendung versammelt sich die komplette Redaktion zur abendlichen Kritikkonferenz, die unter den Kollegen auch Flurschelte genannt wird. Die einzelnen Beiträge werden hier abschließend diskutiert und kritisiert. Geschafft. Ein Tag bei der Tagesschau geht zu Ende. Und was das Team morgen erwartet, weiß heute Abend noch niemand. Die Tagesschau trennt Wichtiges von Unwichtigem, aber ist das nicht auch schon wieder eine subjektive Auswahl, was eigentlich wichtig ist? Natürlich, das ist ganz klar. Und jeder Sender wird auch wieder eine ganz eigene Sichtweise davon haben, was wichtig und was unwichtig ist. Zunächst mal, glaube ich, liegen wir da alle gar nicht so weit auseinander. Wichtig ist das, was uns in irgendeiner Form, vermutlich in irgendeiner Form betrifft. Das heißt, die große Politik und ihre Auswirkungen dürften uns betreffen. Katastrophen dürften uns interessieren. Natürlich gibt es auch viele Dinge, wo eine Redaktion sagt, die sind wichtig und sie könnten oder sollten den Zuschauer interessieren, aus Themenbereichen, die einem normalen Zuschauer normalerweise einfach nicht zugänglich sind, aufgrund örtlicher Nähe oder weil es zu exklusive Zugänge sind, weit weg. Aber natürlich ist auch ganz klar, ein Krieg irgendwo in der dritten Welt ist in Konkurrenz zu einer innenpolitischen Information, die möglicherweise zweit- oder gar drittrangig ist. Subjektivität und Objektivität stellen sich ja unter Umständen ganz
anders dar in Kriegsregionen? Sie haben als Sonderkorrespondent reichlich Erfahrung gesammelt in Krisen- und Kriegsgebieten. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten, aber zuerst einmal schauen wir Herrn Morawski bei der Arbeit über die Schulter. 14 Tage Südalbanien, das waren 14 Tage Waffen vorne, Waffen hinten. Fast hätte sich das ARD-Team daran gewöhnt. Auch unser Fahrer hatte schließlich eine Kalaschnikow. Wir sollten uns sicher fühlen, das meinten auch die Leute draußen. Arbeiten im Schatten einer Rebellion. Mit eigenen Gesetzen, kein Gut, kein Böse, ein Bürgerkrieg ohne Feinde und die Journalisten mittendrin. Blicke in Gesichter, die anfangs wenig vertrauensvoll, nach Tagen wenigstens vertraut werden. Das ist Ktismata, ein Dorf an der griechisch-albanischen Grenze, uns bislang unbekannt. Touristen kommen hier auf ein Wochenende her, der Setake klingt bis in das, was wir zum Schluss ganz selbstverständlich unser Studio Südalbanien nennen. Dem Korrespondenten war gerade noch die Zeit zum Kofferpacken geblieben. Echte ARD-Studios hatten inzwischen versucht, eine funktionierende Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Erster zu sein, das Erste zu bleiben, das hatten alle Beteiligten als Herausforderung gesehen. Und so sieht es aus, wenn Tagesschau, Mittagsmagazin, Weltspiegel, die Nachrichten für die dritten Programme und vieles mehr produziert werden. Der Schnittplatz mitten in der Dorfkneipe von Ktismata. Kein Schallschutz, viel Publikum, viele Freunde. Ein lieber Wirt hatte sich der ARD erbarmt. Ohne ihn wäre das alles nicht gelaufen. Ich habe das mal gerade so locker gesagt. Wir schauen mal bei der Arbeit über die Schulter, aber wir haben es gesehen. Das war natürlich was ganz anderes. In welcher Situation befanden Sie sich dort in Albanien? Das war 1996, als dort in Südalbanien plötzlich Unruhen ausbrachen nach einem großen Wirtschaftsskandal und sich herausstellte, dass die Regierung da beteiligt war und die Leute auf die Straße gingen. Nicht nur das. Es wurden dann Kasernen geplündert, alle waren plötzlich bewaffnet und wir waren mittendrin und die Ereignisse brachen einfach so über uns herein. Es war uns nicht ganz klar gewesen, was wir dort hineinkommen. Kann man denn in so einer Situation, ja zum Teil auch abgeschottet von anderen Quellen, überhaupt noch objektiv berichten? Im Krieg ist es ganz offenkundig. In der Regel kann man sich nur auf einer Seite der Front aufhalten. Man kann natürlich versuchen, im Laufe der Zeit verschiedene Teile einer Front, verschiedene Teile eines Konfliktes, verschiedene Aspekte einer Krise zu beleuchten, von unterschiedlichen Schauplätzen, um es dann wieder objektiver zu machen. Aber natürlich ist es zunächst die Gefahr sehr, sehr groß in einer solchen Situation, dass man konkreten politischen, militärischen Interessen auf den Leim geht. Man muss sich dessen bewusst sein. Man ist immer Bestandteil eines Geflechtes von interessengeleiteten Informationen, die auf einen zustürmen. Ja, wenn das Militär direkt sich einschaltet, dann wird es natürlich heikel. Gehen wir ein paar Jahre zurück. Der Kosovo-Krieg, die NATO als ein Kriegsteilnehmer. Und ich erinnere mich an die Bilder, die größtenteils an sich alle von der NATO kamen, weil ja die Journalisten auch direkt im Kosovo nicht drin waren. Sehr heikle Situation, oder? Es war eben sehr, sehr schwierig. Zum Teil mussten wir das Krisengebiet verlassen unter dem Druck der Militärs. Man musste nur versuchen, die Berichterstattung rundherum um den eigentlichen Kriegsschauplatz aufzubauen mit möglichst vielen Reportern, die natürlich alle wieder nur einen ganz bestimmten Blickwinkel eröffnen auf den Gesamtkonflikt. Das muss man schlicht wissen. Man muss auch wissen, wer kann was wissen und wer sitzt an welcher Position und ist da den wahren Verhältnissen am nächsten. Wir haben uns dann zunächst einfach darauf beschränkt, zu analysieren, wie die serbischen Medien über den laufenden Konflikt berichten. Ich gehe mal davon aus, dass die Berichterstattung, die mit Material, also auch Bildmaterial der NATO aus Brüssel arbeitete, ähnlich kritisch daran ging. Aber natürlich sind das Dinge, die sich schwer hinterfragen lassen, die sich vor Ort eigentlich kaum klären lassen. Wir können uns als Korrespondenten, als Reporter eigentlich nur darauf beschränken, dass wir zur Not auch sagen, was wir nicht wissen. Der alte weise Satz der griechischen Philosophen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist immer noch besser, als etwas zu behaupten, was man so genau nicht sagen kann. Oder, Sie haben ja noch eine Chance, Sie haben es erwähnt, Sie können analysieren, Sie können ja auch kommentieren, sich hinstellen. So sehen wir das, wir können es nicht anders darstellen. Und das ist meine Meinung. Der Kommentar, hat der Korrespondent da eine etwas größere Narrenfreiheit, Dinge zu kommentieren, auch im Rahmen einer Nachrichtensendung? Es gibt immer Informationen, die wir nicht hundertprozentig verifizieren können, die deshalb noch lange nicht falsch sein müssen. Es gibt Bewertungen, die letzten Endes nur der Korrespondent vor Ort treffen kann, nicht irgendeine neue neutrale Stimme in einem Heimatsender. Das sind dann die Situationen, wo man selber vors Mikrofon tritt und sagt, was ist. Und nicht zuletzt ist das auch ein Hilfsmittel dann, wenn wir eben nicht ausreichend Bilder haben. Und der Kommentar kann integriert werden in eine Nachrichtensendung, aber er muss klar abgetrennt sein von der Nachricht. Da gehen nicht alle Sender gleich mit um mit diesem Thema. Jeder Sender setzt unterschiedliche Akzente.
was für die Tagesschau der Aufmacher ist, wird vielleicht in einer anderen Sendung gar nicht erst erwähnt. Wir haben mal für einen bestimmten Tag den direkten Vergleich gemacht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr laufen in Deutschland die Hauptnachrichten. Jeder Sender informiert seine Zuschauer am frühen Abend über die wichtigsten Ereignisse des Tages aus aller Welt. So unterschiedlich, wie sich die einzelnen Sender präsentieren, so verschieden sind auch ihre Nachrichten. Jeder Sender bestimmt selbst, welche Ereignisse einen Nachrichtenwert haben und wie sie dargestellt werden. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zu den ProSieben-Nachrichten und das sind die Themen. Die Nachrichten beginnen meist, wie hier bei ProSieben, mit einem Themenüberblick, in dem die wichtigsten Ereignisse des Tages schlagzeilenartig vorgestellt werden. Die Freilassung deutscher Geiseln, die Erhöhung des Benzinpreises und ein Unglück beim Formel-1-Rennen. Auf einen solchen Überblick verzichtet nur die ARD. Die Sprecherin beginnt direkt mit der ersten Nachricht, die, da sie an erster Stelle steht, auch als wichtigste Nachricht des Tages gilt. Das Thema: steigende Benzinpreise. Die Tagesschau berichtet zuerst über das OPEC-Treffen. Gezeigt werden typische Bilder einer solchen Konferenz. Der Text ist beobachtend. Stürmten sie an den wartenden Journalisten vorbei ins OPEC-Gebäude. Anschließend leitet die Sprecherin nach Deutschland über. Das Thema: wie reagieren Opposition und Regierung? Im Beitrag wird über den Unmut von Betroffenen, den Spediteuren, berichtet. Doch die Spediteure drohen mit bundesweiten Protestaktionen, falls die Bundesregierung ihnen nicht weiterhilft. Dann kommen Politiker der verschiedenen Parteien zu Wort. Um die Bedeutung der Nachricht zu unterstreichen, fasst die Reporterin die wichtigsten Fakten noch einmal in einem Aufsager zusammen. Mit einer sofortigen Preissenkung rechnet eigentlich niemand. Auch beim ZDF ist das Thema Nummer eins der Benzinpreis. Der Text ist sachlich. Gezeigt werden, wie in der Tagesschau, typische Konferenzbilder. Im Gegensatz zur ARD gibt es beim ZDF eine Live-Schaltung zum Reporter vor Ort. Ein Signal für die Brisanz der Nachricht. Ja, sicherlich nicht stark und keineswegs kurzfristig. Experten sagen ja, dass die OPEC. Zum Ärgernis Nummer eins in diesem Sat. 1 beginnt die Nachricht bereits mit einer Wertung, die Benzinpreiserhöhung als Ärgernis Nummer eins. Der Beitrag ist anders aufgebaut als bei ARD und ZDF. Hier wird auf die üblichen Konferenzbilder verzichtet. Inhaltlich kommen Betroffene zu Wort und es wird über die Situation in den Nachbarländern berichtet. Bei unseren Nachbarn in Belgien. Ähnlich bei ProSieben. Auch hier sind zuerst Streiks in den Nachbarländern Thema. Dann werden dem Zuschauer die Hintergründe und Zusammenhänge der Benzinpreiserhöhung erklärt. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Versailles sagte er. Zu Wort kommen Politiker und Interessenverbände. Die Sprache ist leicht verständlich. Auf die Bebilderung der Beiträge wird viel Wert gelegt. Der Zuschauer soll gern hinsehen. Nachdem der Ölpreis zuletzt auf ein Rekord. Erstens, der Grundstoff Öl wird. ProSieben nutzt das Thema Benzinpreiserhöhung als Aufhänger für einen weiteren Beitrag mit Servicecharakter. Berichtet wird über die Vor- und Nachteile von Biodiesel. 19 Pfennig pro Liter günstiger als normaler Dieselkraftstoff. RTL geht nur kurz auf die Gründe der Benzinpreiserhöhung ein. Die Scheichs aus den ölexportierenden Staaten haben den Ölpreis explodieren lassen. Der aber hängt von der Fördermenge ab. Der Schwerpunkt des Beitrags? Die Auswirkungen dieser Erhöhung auf das tägliche Leben. Trotzdem ist der Benzinpreis nicht Thema Nummer eins bei den Privatsendern. Und auch das Taxi. Ein Frühstück in Freiheit. Mark Wallert heute Morgen. Bei Sat1 und ProSieben beginnen die Nachrichten mit einem Bericht über die Freilassung der deutschen Geisel Mark Wallert. Ein sogenanntes Human Touch-Thema. Ein voyeuristisches Thema, das dem Erfahrungshorizont des Zuschauers entspricht und Emotionen auslöst. Mark und seine Eltern wurden auf den Philippinen fast 3 Monate von Rebellen gefangen gehalten. Tatjana, wie hat Mark Wallert. Sat1 ist diese Nachricht sogar eine Schaltung auf die Philippinen wert, obwohl der Zuschauer dabei nichts Neues erfährt. Mark Wallert den Tag so verbracht wie all die anderen richtigen. RTL ist der einzige Sender, bei dem ein Ereignis aus dem Sport Thema Nummer 1 ist: das Formel-1-Rennen. Der Sieg des deutschen Fahrers Michael Schumacher und der Jubel seiner Fans. Der Fuß von Ralf und die grenzenlose Zuneigung der Tifosi. Gerührt bricht er kurz darauf in Tränen aus. Die Tränen Schumachers und ein tragischer Unfall, bei dem zwar kein Formel-1-Fahrer, aber ein italienischer Feuerwehrmann ums Leben kommt, hat die richtige Mischung aus Emotion und Katastrophe, um bei RTL als Top-Nachricht des Tages gehandelt zu werden. Insgesamt gibt es in dieser Nachrichtensendung 3 Berichte über das Formel-1-Rennen. Indem RTL derartige Schwerpunkte setzt, will sich der Sender abgrenzen und hofft, Zuschauer zu binden.
Es geht weiter in der Sendung mit Nachrichten. Bei so viel Formel 1 bleibt nur noch wenig Zeit für weitere Nachrichten. Gaza. Bei der Tagung des Zentralrats der palästinensischen Befreiungsorganisation. Im Nachrichtenüberblick werden Meldungen zusammengefasst, von denen einige auch bei den anderen Sendern vorkommen. Auch hier legt RTL Wert auf eine bunte Mischung. 40.000 Menschen nahmen heute am größten Marathon Deutschlands Sydney. Brenzlige Generalprobe des Eröffnungsfeuerwerks für die Olympischen Spiele. Danach wird noch über zwei Katastrophen berichtet und dann kommt das sogenannte bunte Thema, über das ausführlich berichtet wird. Ein Duschwettbewerb. Wer hält es am längsten unter der Dusche aus? Nur die Dauerduscher in der Kabine schmeckten immer leicht feucht und dank Dauerberieselung. Solche bunten Themen haben alle Privatsender. Die Öffentlich-Rechtlichen verzichten in den Hauptnachrichten darauf. Die dichtesten Nachrichten präsentiert die Tagesschau. Viele Nachrichten werden ohne Filmbeitrag von der Sprecherin gelesen. Die Privatsender dagegen versuchen, möglichst jede Nachricht mit einem kurzen Film zu präsentieren. Nachrichten gelten als Aushängeschild eines Senders, stehen sie doch für dessen Seriosität und Glaubwürdigkeit. Die Privatsender versuchen, sich von den Öffentlich-Rechtlichen abzugrenzen, durch die Auswahl der Nachrichten und deren Umsetzung und Darstellung. Jeder Sender entscheidet nach eigenen Vorgaben, welches Ereignis eine Nachricht wert ist und wie diese präsentiert wird. Herr Morawski, inwieweit verträgt sich Infotainment, also die Vermischung von Information und Unterhaltung, mit Objektivität? Sehr schwierige Frage. Zunächst mal heißt Infotainment ja nur gleiche Inhalte, nur eine andere Form. Jetzt ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass die Form an Bedeutung gewinnt über die Inhalte. Also eine Nachrichtensendung, die nur weil sie locker ist, bestimmte Sachverhalte unter den Tisch fallen lässt, wäre sicherlich keine gute Nachrichtensendung. Ich glaube, das könnte man auch nicht mehr als neutralen Objektiv betrachten. Abschließend, gibt es so ein paar Fixpunkte, an denen wir uns orientieren können, damit wir Journalisten, die uns was verkaufen wollen, nicht auf den Leim gehen? Ja, zunächst mal das Kriterium der Vollständigkeit. Wird mir als Zuschauer gesagt, wo ein Ereignis stattfindet, wann es war, warum es wichtig ist, warum der Reporter dieses Ereignis so in den Vordergrund stellt? Wird mir als Zuschauer gesagt, steht dieses einzelne Ereignis vielleicht für eine größere Geschichte, für einen größeren abstrakten Zusammenhang, wird das alles kenntlich gemacht? Sagen mir die Journalisten, aus welchen Quellen sie schöpfen, was von diesen Quellen zu halten ist? Sind es bestätigte Informationen oder sind es unbestätigte Gerüchte? Alles das gehört in eine Meldung hinein. Und dann hat man Klarheit und kann das auch einordnen. Herr Morawski, bedanke mich, dass Sie unser Gast waren hier beim Telekolleg Deutsch und wünsche Ihnen, dass Sie nicht so schnell wieder in ein Kriegsgebiet reisen müssen. Sie haben heute einige der goldenen Grundregeln des Journalismus kennengelernt. Wenden Sie die doch einfach auch als Zuschauer, als Zuhörer oder als Leser an, um die Aussagen von Medienberichten besser beurteilen zu können. Und ergänzen Sie Ihr Medienwissen. Weitere Anregungen finden Sie im Internet unter www.telekolleg.de. In der nächsten Folge des Telekolleg Deutsch diskutieren wir die Frage, wann die Schwelle von subjektiver Berichterstattung zur Manipulation überschritten ist. Bis dann. Tschüss.